Aber jetzt wird's lustig. Sehr viele Gegner, sehr wenig Fläche. Guck mal, ob wir irgendwas identifizieren können. Hello, my friend. Stay a while and listen. I know of many myths and legends. Das kennen wir schon. Well, what can I do for you? Axe of Blood. Hier ein 1000. Okay. Wenig Armor, aber halt 13 Dexterity. Wir nutzen das mal. Aber erstmal behalten wir die andere auf jeden Fall. Das werden wir verkaufen. Das werden wir verkaufen. Auf zur Hexe. Can a fellow drink in peace? Dann gehen wir mit unseren, weiß ich nicht, 20.000 Münzen mal zu dem Jungen, ob der was Gutes verkauft. Mit 20.000 erwarte ich immer was Gutes von dem. Juckt sie die ganze Zeit an der Nase. Ha! Schrecklich. I sense a soul in search of answers. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Healing, Full Revelation. Potion. Of Lightning. Book of Inferno. Scroll of Teleport. I sense a soul in search of answers. Die verkauft aber auch nichts Tolles, ne? Ne. Nur Dinge, die ich nicht gebrauchen kann. Und Amulette habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Mhm. Hast du dein Schild auch wieder? Ach, und Axoim. Ich habe heute mal bei Kopanic reingeguckt, als er Final Fantasy 16 gespielt hat. Und ich weiß, was du meinst. Dass das System, naja, eher Metal Gear, eher Devil May Cry, ich in, wie auch immer, ist, als dass es Final Fantasy X als Beispiel. Psst, over here. You intend to find the armor known as Valor? No one has ever figured out where our king stashed this stuff. And if my contacts couldn't find it, I seriously doubt you ever will either. Ich denke immer an Bart Simpson, wenn ich ihn reden höre. Psst, over here. Damit haben wir 33 Armor. Damit 19. Hiermit haben wir 22. Also wir haben deutlich weniger Armor, aber to hit 98% ist schon echt heftig. Jo ist schon was schwach, was die RPG-Elemente angeht, aber das, was es macht, macht's gut. Ja. Ja. Ich bin nur mal gespannt, wie teuer es ist, wenn ich es kaufen muss oder so, um es zu spielen halt. Was ich dann am Ende dafür bezahlen muss. Ist ja ein
PlayStation Exclusive, ne? Bis jetzt. Ob sich das ändert, ist jetzt mal in den Himmel geschrieben. Okay, 15 bis 19. Armor Class ist kacke. Also wenig zumindest. Da du vermutlich noch 2 Monate brauchst mit Yakuza, wird es genauso viel kosten wie jetzt, weil Sony und Sales sind Fremdwörter. Ja, das ist richtig. Und das Einzige, was ich gucken kann, ist, ob ich es gebraucht bekomme. Weil dafür sind ja GameStops und sowas gut. It's hot down here. Zwei Hits tot, das ist schon echt geil. Okay, der braucht 4. Ich habe mal den falschen Zauber ausgewählt. Scheiß Giftflecken. Wie dann der Weg nach unten ist, dann ist das doch keine große Ebene, oder? Zack. Na komm. Komm her. Not enough mana. Gibt es Schlimmeres als, was gibt es Schlimmeres als Gift? Mm-hmm.
Also es ist kein großes Areal bis jetzt, aber auch kein sonderlich kleines, so mittelgroß irgendwie. Fein. Oh, oi. Lass das. Not enough mana. Speicher mal zwischen. Kiste. Krasse Gift. Habe ich das Gefühl, dass das die ganze Zeit anhält. Phasing könnte ich eigentlich noch nehmen, ne? Eigentlich wäre Phasing wahrscheinlich gar nicht so verkackt. Zack. Magie. Autsch. Und es geht noch weit. Immer weiter in den Schlund. Not enough mana. I can't carry anymore. A breastplate. Meine erste Brustplatte, wie ich finde. Tut mir leid, Wölkchen. Tut mir leid. Ich war nicht genug abgelenkt dafür. Was war da? Da war doch was. Up to town. Uptown Funk. Also wir gehen mal ganz kurz hoch die... Hä? Jetzt aber. Danke. Ach, da oben? Ui. Taxi fahren, Dürdüs und so. Alles gleich. War vorsichtig. Aber das muss ich dir ja nicht sagen. My friend, stay a while and listen. Faster hit recovery.
Greetings! Oh. It's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the labyrinth. And there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. Hau raus. Gut. One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. A legend had it that deep within the Hellforge rested the Anvil of Fury. This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld. Uh-huh. It is said that any weapon crafted upon the burning anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the Anvil of Fury, I may be able to make you a weapon capable of defeating even the darkest lord of hell. Find the anvil for me, and I'll get to work. All right. Well, what can I do for you? Das kriegen wir hin. Ja, wir haben schon wieder 26.000, ne? Bow of Accuracy. Helm of the Moon. Was habe ich eigentlich gerade? Ich habe den Harlequin Crest. Armor Class minus 3. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ich könnte eigentlich nochmal vielleicht einen neuen Helm mir besorgen. Wow, what can I do for you? Plus 5 auf alle Attribute. Resist all plus 17. Ja. Habe ich denn da? Lightning, Fire, Magic. Okay, wir gucken mal, was der Junge verkauft. Hello, my friend. Stay a while and Griswold speaks of the end. Wir gucken auf jeden Fall mal, was der Junge verkauft. Can a fellow drink in peace? Griswold can't sell his anvil. What will he do? Oh Mann, ey. You, my friend. Potion of full healing. Oh. Jüngchen, wo bist du? Da. Psst, over here. Lapis Sword. Wenn ich jetzt in die Höhle gehe und wieder rauskomme, verkauft er dann was anderes? Kauft der jetzt was anderes? Psst, over here. Nein. Tut er nicht. Okay, ich guck mal gerade. Ob wir uns ein, zwei Gegenstände kaufen. Das Armor-Rating was verbessern könnte helfen. Dann kriegen wir was weniger Schaden. Mehr generelle Resistenzen wären auch praktisch. Wow, what can I do for you? So, den Bogen brauche ich nicht. High Durability brauche ich nicht.
Helm of the Moon, plus 6 auf alle Attribute. Der aktuelle hat plus 2 auf alle, minus 1 Damage from Enemies, Hitpoints, Mana und Armor Class minus 3. Das hat das Problem. Oh, what can I do for you? Deswegen würde ich den tatsächlich nehmen. Der gibt mir nur Attribute. Das ist wieder da. So, Lord Helmchen. Jetzt haben wir auch wieder 33. Und wir haben 100 Hitprozent Chance. Okay. Wow, what can I do for you? I can't use this yet. Das ist richtig. Nein. So, wir gehen mal zur Hexe. Holen uns, verkaufen das Buch. Brauche ich nämlich nicht. Kann die Hexe mir meinen Mana auffüllen? Macht ihr sowas ähnliches wie der... I sense a soul in search of answers. Nö. Scroll auf Golem. So. Wir haben ein bisschen Geld. Nur ein bisschen. Immer wieder mal in der Stadt gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles kaufen können. Ich hätte auch einen Mana dran kaufen können, aber naja. Greetings! So. Anvil of Fury. So, mal gucken, ob der auch in der Ebene ist, wo wir gerade sind. Oder ob der noch eine Stufe tiefer ist. Gold. So. Das hat so lückenhaft aufgedeckt hier. Komm her. Ich habe das Gefühl, dass das da unten besonders ist. Auf jeden Fall der Gegner ist besonders. Besonders hässlich. Wir halten so viel aus. Not enough mana. Ah, fuck. Scheiße. Wollte die von der Entfernung ein bisschen wegsnipen, aber es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir gedacht habe. Okay, wir rennen in die Richtung, weil in der Richtung waren wir schon.
Halten die viel aus? Mann, 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 Mann. Ramazotti. Aua. Wie heißt der? Otzgelot? Ozzetrol. Aha. Du bist auch trollig. Komm schon. Mann, 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 das ist wie ein Treffen von Sumo-Ringern hier. Dafür, dass ich 100% Hit habe, ist das hier... Fernab von 100%. Ach, Kacke. Hängen geblieben. Der hält echt viel aus. Ah, oh, geht doch. Geh weg. Krone. 12 Armor. Wow. Das ist viel. Dafür, dass es eine Krone ist. Die ganz offensichtlich nicht dafür gemacht ist, um viel Protection zu haben. Aber naja. So. Shot Battle Bow. Oh, das ist die nächste Stufe, ne? Also der ist natürlich was schlechter als der, aufgrund der ganzen Stats, die der hat. Aber das ist die nächste Stufe von Bogen. Battlebow. Glaube ich, also ich erinnere mich nicht schon mal einen gesehen zu haben. Wir hatten Shortbow, wir hatten Longbow. Und wir hatten Compositebow. Armor Class geht damit auch hoch. Immer, immer schön in Dexterity ballern. Two-Handed Sword. Safe. Mhm. Hier ist noch kein Anvil, also kein Schmiedehammer, Schmiedeamboss. Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein extra Gebiet ist oder ob das hier irgendwo am Rand vor sich hin simpelt. Sehr fein.
Danke. Hier alles. Und damit sind wir einmal rumgegangen. Ne? Da geht's in die Stadt, da geht's eine Ebene runter. Hier waren wir. Da waren wir. Okay. Damit können wir eine Ebene runtergehen. Und hier ist vielleicht die Schmiede. Ebene 10. Ich hatte keinen Heiltrank auf Stufe auf Taste 1. Wie ein Weltmeister. Wie ein Weltmeister im Schlechtsein. Ah, was eine Kombination von Gegnern ist das denn? Ah, sehr gut. Ja, die brauchen viele Schüsse. Geben aber auch 3000 Erfahrung pro Toten. Also hier wird die hier zieht die Schwierigkeit jetzt auf jeden Fall langsam an. Vielleicht ändert sich das aber auch gleich wieder. Das ist immer gut, wenn er die Gegner, die vor ihm stehen, nicht trifft, sondern die dahinter. Not enough mana. Na komm. Ah.
Oh, das ist Obsidian Lord. Das sind andere. Oh, Gottes Willen. Das ist kein einfacher Rhino. Das ist irgendwas anderes. Ich häng fest. Ah, scheiße. Da wurde ich eingekesselt. Da wollten zu viele Snoo-Snoo machen mit mir. Kacke. Sonst alles gut bei euch, oder? Ich habe aber auch keine Ahnung, ob ich irgendeinen Flächenskill oder sowas mit der hätte. Also bis jetzt ist das ja wirklich ganz stupides Draufknüppeln. Wow, das war's. Geh weg! Rennen wir wieder weg. Hm?